Einen wunderschönen guten Tag vom Mazda-Museum oder Mazda-Klassik-Treffen in Augsburg. Ich muss echt sagen, es ist echt ein schönes Treffen. Ja. Also es ist wirklich so, so ein bisschen TDM-like, oder? Ja, sehe ich genauso. Ne, es ist super cool. Alter, bis auf das halt nur aber guck mal, wie viel Traffic wir haben. Schon geil. Guck. Ja. Ah, der Karl, der ist natürlich, sticht so ein bisschen raus mit seinem Super-Try-Shirt. Gut. Wie er steht. So, also, kommen wir ein bisschen über den Parkplatz. Ja. Und fragen mal zwei, drei Leute, wie es hier so ist. Habe ich so einen Stick? Du kennst hier... Das nee, so ich will nicht. So einen Stick. Ja, dann müssen wir so einen Stick basteln. Dann müssen wir noch einen Stick basteln. Wir nehmen einfach den ganzen Stoßdämpfer ständer. Sollen wir noch Kleber drum machen, dann hält's. Das hält auch so. Ja? Das Ding ist so straff da drauf. Guck das mal an. Ja? Ja, messerscharfe Interviews. So you're coming straight out of Czech Republic to Augsburg? Yes. Okay. Just for the meeting? No. First of all, just tell the people who you are and what you're doing. And I saw the car all day long sitting here. You have some really nice JDM bits in the car. Mm-hmm. You have nice wheels on the car. So I looked at it and I liked it. So just tell some stuff about your person and then why you're driving MX-5. And at the end of the day, how long you stay now here in Augsburg? Okay, so hi, my name is Thomas, I'm from Czech Republic, and I'm a student. You have to be a student in Czech Republic, then you can run Inkai RPF 1, and I think RAC intake. Yes, I like the Japanese parts, the Chilean one, so I would rather save a little bit more and get the good parts. Get the right ones? Just spend on the fake ones. Okay, like you just were standing right in front of our truck. So I'm more like, okay, I just take the wheels and stuff like, which is TUI approved or which we can make with TUI. And I'm not like really focused to the real JDM stuff. But I know a lot of people, so a friend of mine like Carl, he just runs RX-7. He's like always really just runs to run the genuine JDM parts, but we in Germany we're not allowed sometimes to use it. Yeah, we in Czech Republic you are not allowed to use even the one with teeth. So okay, nothing is legal. Really have, so when nothing is legal, everything is when everything is illegal, everything is legal. You yes, know? Yes. Oh, okay, got it. So I bought a car 3 years ago. Okay. It's an A 94 1.8 with 90,000 kilometers now. Yeah. Original condition. No rust full repairs. Okay, so full original. Yes. Nothing done to the body. No, there was some upgrades like the steering wheel and stuff. But, okay. I then started to modify. Okay, but tell me one thing: why you run that shitty 330 Nardi? It's like the ugliest one of them. I had the same opinion, but okay. I changed it. Okay, but with that ugly wave. Yes, I really didn't like it at all. Okay. As well, I had the 350. But after like one week, I sold it. I'm quite high. And I'm also. Yes, but I really like the 330. Even okay, the when field. You ask one of the supermodels which is running around, do you think they like it when they run like this? So you have to always be like, if it'll have to look cool, it's not easy, you know? Yeah, but I don't know. I don't like the look. Okay. Actually, okay. What suspension you're running? I'm running Meister Air Sportive only. It's like the OEM plus option. I didn't plan to track the car. Oh, he told us he's running JDM stuff. You got me there. I wanted to save for a better suspension. I didn't want to put the springs only. So I bought this one and I have it for 2 years. And for the road, I think it's fine. It's okay. I would like to change it in the future, but I'll probably sell the car before I buy better suspension. You want to sell it? I'm Why? Thinking about it. I Why? Would like to get a Honda S2000. Huh? I would like to get the Honda S2000. A Honda which? S2000. S2000. Fake Miata. Okay, why S2000? What is the opinion that you do not run this car? I would like to start driving on track and you know more enjoy it, and this car is kind of too beautiful for it. And okay, and then you go for an S2000, which is like, this car is like at the moment like a 14 grand car. Okay, then I choose a 25 grand car, then to go for track. Yes, but I have this mind block that it's like really original condition. I was thinking about like selling this and getting like NB in not, a, you know, not that but condition, turbocharged. Let's pop maybe. The hood. Okay. Let's pop the hood. Yeah, you know, this is like JDM boy. Okay.
regarding the green muscle speed cables. When you would like to if you would convert this car just to a turbo conversion, just keep it. For drag, it's just a cool car. This is like Pamela, car from Russ. It just got like a woman's name. So, but it runs a 1.8 turbo and works perfect on track. It's faster than the S2000. I'm on the edge. If I don't sell this car, I will keep it. I will turbocharge it. But if I sell it, you know, I like that the S2000 even has like a little bit better value. And it will keep it more than the NA, just a little bit. So, and it's, you know, even stock is like great. It's not fast. No, but it's way smarter, it's slower. Yeah, it's not fast, but S2000 in stock, really stock condition is also not fast, you know? I know, but... I drove some, and it's like a cool thing to drive, but it's like, it doesn't have the feeling. Yeah, it's more like this, yeah, for sure. But I like that it's really a special car. And actually, I would like to supercharge it in the future. And the S2000? Like, yes, I feel, I feel like there's not really that much. And you like, are a student in Czech Republic. Yes. I think I also go for back to studium in Czech Republic. Czech Republic is good. I really like the car. I just saw it, you know, I had that 14-inch RPF ones and I like the style of it. I built it to be like Japanese built. Okay. Kind of. Yeah, but you have to make it more focused, you know, it's like change the suspension, change the seats and stuff like this, you know. I already wanted to do all of this, but then I always think, you know, should I invest in this car or should I sell it? No, I invest in it. You saw our ones? This one, like the perfect roadside idea? Yeah, this is beautiful. You like it? Yes, I really like it. With the 3-liter? I would go for a K-swap, but it's for a K-swap? Yeah. Why? I don't know. I really like it. I like Honda. Okay, you like Honda. K20. I don't know. I think... Okay, but he drives a Mazda. Because I don't have money for a okay. So I really like the color of your car. I like the way you build it. I like the rims. Thank you. So, and I do like the wheel because I would go like a 350, like mentioned. I think it's more like that JDM look. Mm-hmm. I would change seats, I would make a roll bar in it or whatever. But I would keep the car, not sell it for an S2000. I am on the edge. It's 50-50. I don't know what okay. will be. Make it more 51 to 49. The main or make it 60-60, you know? Like rolling the fenders. It's like the main thing that I don't like. Rolling the fenders? Yeah. I mean, it's like fine, but I don't know. What should happen when you roll the fenders? Nothing. I know. I mean, yes, if someone unprofessional do it and, you know, can prick the paint if it's not hidden and stuff like that, but I don't know. I still don't know. Cool. So, really nice to meet you. And now tell us if you are just doing a one-day travel from Czech Republic to Augsburg and tell me how many kilometers is this. Very nice to meet you too. Thank you for the interview. And we are going to Austria. Oh, okay. And this was... Do you go past driving? Yes. Ah, okay. So I did this last week with this car. It looks like fun. Yeah. It's not an S2000, but we call it the S2000 package. So, yeah, really nice to meet you. I hope to see you again. Okay. Bye. So if I don't sell it, I will visit again. Keep you in touch. Bye. Thank you. Bye. Komm, wir gehen mal rüber zum BK Auto, Mensch. Der Mann finanziert sich an R32, an R33, an R34, geht er ja nur mit MX-5 verkäufen. Irgendwas mache ich falsch in meinem Leben. Da ist er. So, da kannst du mal sagen, also kriege, der Mann hat irgendwas ganz, ganz krass raus, weil der hat einen 2, der hat eine Supra, der hat einen RX-7, der hat einen FD, der hat alles. Der Mann hat alles. Und er verkauft nur MX-5. Und ein FC. Hallo. Ja, was willst du von mir hören? Ja, sag ein bisschen was du machst. Warum bist du hier? Ja, hast du Spaß? Ist cool hier? Warum bin ich hier? Ja, ich sag, ich bin der Benny. Mir wird vieles nachgesagt. Also stopp. Eine Sache kurz vorweg. Ich habe ein bisschen Jokes gemacht über seine R32 und was auch immer. Ich habe auch Autos. Also das nicht falsch verstehen. Der Punkt ist, ich glaube, er macht einen coolen Job und ich glaube, er verkauft genügend, also er kümmert sich wirklich darum, dass die MX-5-Szene lebt. Weil du lebst ja das Auto auch. Weil er hat echt krasse Autos. Aber ich sehe dich am meisten mit dem MX-5 auf der Rennstrecke. Ja, ist schon so, das Auto begleitet mich jetzt schon ein paar Jahre. Und vor 6-7 Jahren hat das alles angefangen. Mit einer Corvette? Ja, ich kam von einer Corvette, ich war leistungsverwöhnt und... Dann, okay, der Mann hat
500 PS gehabt, Sauger in einem Auto. Und was kaufe ich? Eine MX-5. Ja, Geschichte ist ganz einfach. Ein Kollege von mir hat das angefangen, hat einen B gekauft, ein 6-Gang-Modell, 1,8 Liter. Da habe ich zuerst drüber gelacht, weil es gibt ja genügend Klischees, da brauche ich es nicht in Worte zu fassen. Und bin ich das gefahren und das, ohne Scheiß, hat mich einfach abgeholt. Und danach war Nadel im Arm und seitdem MX-5. Dann haben wir ein Turbo MB gekauft von einem guten Freund, einen Drifter, dazu noch ein Schlachterfahrzeug. Und ja, so ist der Stein ins Rollen gekommen. Dann haben wir Teile verkauft, dann habe ich gemerkt, ja, es läuft, da ist Interesse da, die Community ist da, MX-5 Community ist echt groß. Leute möchten die Autos weiterfahren, dazu braucht es neben dem Rost natürlich auch wieder Teile, Motoren, Getriebe, Differential, Achsteile, Kabelbäume, Innenraumteile. Und da ist ein Markt da, vor allem auch in der Schweiz, ich meine auch in Deutschland. Und ja, so hat sich das gesteigert und irgendwann hat sich dann ein guter Freund, der Niklas, ausgeklinkt. Und dann habe ich das so nebenbei gemacht und durch verschiedene Umstände in meinem Leben habe ich mich dann dazu entschieden, Vollzeit in den Autohandel, hauptsächlich MX-5 und 80er, 90er Sportjahre, ja, Vollzeit einzusteigen. Und ja, Schlachten, Teileverkauf. Ja, ich meine, so eine 5-Minuten Kurzfassung von dem, was ich so mache. Und ja, ich gebe dir recht, ich habe ein paar echt schmucke Kisten, das will ich nicht abstreiten, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, aber ist ja okay, weil der Punkt ist halt, weißt du, so, also ich bin jetzt auch nicht, also ich habe auch ein paar Autos, ne? Also es sind nicht so, sind meistens relativ krasse MX-5, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil weißt du, das muss, glaube ich, kein Mensch, der selbstständig ist, der weiß das, weil wir gehen alle 15 Stunden am Tag arbeiten, Punkt. So, und wenn man halt dann nicht sagen kann, okay, ich habe das und das, was mir Spaß macht, ja, dann weiß ich nicht. Und wenn es ein Kunde an mich gönnt, ist so, ich muss vielleicht dazu sagen, ja, es sieht immer so easy aus, aber ja. Nein, ist Bullshit. Arbeit und Freizeit schmilzt ineinander zusammen. Und was ich jetzt mache, ist mein, klar, wir haben hier Spaß, ja, und es ist eine coole Zeit, aber irgendwie ist auch Networking, Leute kennenlernen, Szene, ein bisschen spüren, was ist los. Und das will niemand sehen. Telefon 24/7 will niemand sehen. Und ich glaube, da bin ich noch verwöhnt im Gegensatz zu dir. Ja, du wirst da die Community Shitstorm, wenn du einen falschen Satz sagst. Das ist schwierig, ja. Da bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so hinterher, also aktuell, ne? Also die Leute, aber das ist halt so ein Punkt, ne? Aber ich muss halt wirklich sagen, so, du kümmerst dich schon wirklich krass um die Schweizer. Ja, vielen also Dank, ja. So schon so ein Ding, so, ich habe Benny kennengelernt vor, wann das erste Mal? Zwei Jahren, ja. Ja, sowas in etwa. Und ist wirklich ein cooler Typ. Also ich kann es echt nur empfehlen, wenn ihr Teile braucht oder ein Auto sucht. Ich glaube, er dreht keinen Menschen Scheiß an. So, da bin ich mir ziemlich sicher. Und macht echt einen coolen Job in der Schweiz, also. Ja, vielen Dank, Jan. Wie fandst du das Treffen hier? Klasse, ja. Ein bisschen zu NA-lastig, hätte da gerne ein bisschen mehr Abwechslung, weil jede Generation dieses Modell hat seinen Reiz. Ja. Aber ist schon geil, also hat ein paar schöne Schmuckstücke hier. Cool. Muss ich sagen, ja. Also, okay. Ich danke dir, Benni. Und braucht ihr Teile, BK Autowerk in der Schweiz, oder ihr braucht Teile. Wir kaufen sogar Teile, also, oder ich weiß, dass ich über Daniel hin wieder was organisiere über dich. Also von daher, echt super korrekter Kerl, schreibt super schnell zurück. Und nächstes Mal sehen wir uns auf der Nordschleife. Ciao. Vielen Dank, ja. Tschüss. So, gehen wir weiter. Ist das deiner? Ist das deiner? Hm. Teileverkäufer muss er werden. Ja, ist schon ekelhaft schön. Jetzt wirklich einfach ein Messer dran gemacht. Ich hab ein Messer dran gemacht. Ist ein messerscharfes Interview. Ist ein messerscharfes Interview. Von daher. Also, du kommst woher? Wem gehört's? Dir gehört's auch, hier, ne? Ja. Und du bist? Maxi. Ich komme aus der Nähe von Pforzheim. Und was machst du hier? Du bist Beifahrer. Nee, ich bin mit dem ND da. Ah, du hast auch nämlich MX-5. Du? So, mit dem NC. NC? Wir haben sogar mal per Telefon gequatscht vom Verein, von der Motorsport. Scheiße, da wo ich liegen geblieben bin, mit einem scheiß Motorrad, weil es ja, regnet hat. Genau, mit dem Motorrad. Jackpot. Ich sag ja, ich hab das Motorrad einmal bewegt und das war echt. Das war super. Ja. Und bist einmal Traum. Liegen geblieben? Top. Nee, ich bin nicht liegen geblieben, ich bin gestrandet, weil es geregnet hat. Ich habe offene Vergaser. Das ist halt echt mies. Okay, so, du hast einen C, ja, und du hast einen D? D. Okay. Seid ihr schon mal Auto, habt ihr schon mal Autos getauscht? Vier? Ja? Ja? Schon mal. Findest du einen NC fährt besser wie ein D oder umgekehrt? Oder sagst du, okay, beide Autos haben so da sind? Ich finde, so ein NC original fährt wie ein eingeschlafener Fuß. Sein ist nicht mehr original, also, deswegen. Also ich finde, meine fährt sich wie eine Mischung aus dem NA-NB und einem bisschen BMW-Elementen drin. Also, falls es irgendwie Sinn macht, also ist so ein bisschen. so ein bisschen schwieriger, bisschen träge, aber wenn er mal Grip aufbaut, dann baut er Grip auf.
Okay, ich finde, so ein NC liegt halt meistens halt echt wie so ein Panzer. Und das meine ich nicht als negativ, sondern echt als positiv, weil du kannst halt mit dem Auto, ist ja das, was man in Amerika sieht, das hat man ja schon relativ oft auch in Videos schon besprochen, also du nimmst einen MX-5 mit einem A, ein B mit 300 PS und du nimmst einen NC mit 300 PS und das Auto ist halt 3 Sekunden schneller. Das ist einfach nur mal so. Ne? Ja. Also, du hast halt, manche schieben es auf modernere Fahrgeometrie. Ich schiebe es eher darauf, dass das Auto einfach mehr Radstand hat und einfach dem Fahrer ein bisschen mehr Zeit als Feedback gibt. Wenn du so einen NA hast mit 400 PS oder 300 PS, da bist du halt schon am Rudern. Du warst letzte Woche auf dem Slalom, habe ich gesehen. Ne? Ja, ja. So, und da glaube kannst du ein Lied von singen. Ne? Also gerade wenn du anfängst mit dem Auto ein bisschen zu spielen, zu kämpfen, das ist am Ende des Tages aus Spielen, wird dann relativ schnell auch, okay, du musst gegen das Auto arbeiten. Dann ist halt schon so, dass das ein größeres Chassis einfach ein bisschen mehr Ruhe reinbringt. Aber, und das ist der spannende Punkt, wie findest du gegen den ND? Also ich persönlich finde halt beim ND ist das... Das G160 oder G184? G184. Oh, wow. Der gute. Ja, das ist egal, weil ich finde, da am Ende des Tages macht das nicht so viel aus. Also ich persönlich würde nicht den Preisunterschied aktuell von 5.000 Euro zahlen zwischen einem G160 und G184. Weil ich würde eher einen G160 kaufen, einfach Nockenwellen reinmachen, bin ich auf dem gleichen Leistungslevel. Ja, ich finde halt, wenn du serienmäßig, ich glaube, was sind das, 500 Umdrehungen mehr hast und du merkst oben im Drehzahlende vom Drehzahlband, merkst du halt einfach diese Spritzigkeit nochmal. Und das, finde ich, steht dem Auto halt richtig gut. Und ich finde jetzt im Vergleich zum NC merkt man halt erstens das weniger Gewicht und ich weiß nicht, woran es liegt, aber gut, viele sagen ja mit elektrischer Lenkunterstützung ist nicht. Nee, ist Bullshit. Ich finde das Auto hat ein ganz anderes Problem im Gegensatz zum NC. Da bin ich halt gespannt, wie du das halt siehst, ob du da auch rauskommst. Mir persönlich macht mein Auto halt super viel Spaß, weil ich finde, man kann sehr gut damit auf der Landstraße sich in die Kurven reinbewegen und kann so ein bisschen mit dem Popo fühlen, was halt abgeht. Das ist halt genau ein Faktor. Also das muss man sagen, das ist beim ND halt echt geil, weil du sehr weit hinten sitzt. Aber bist du mit dem Auto schon auf der Rennstrecke gefahren? Nee, noch nicht. Okay, weil der Punkt ist, wenn du mit dem Auto anfängst, auf der Rennstrecke zu fahren, wirst du ganz schnell merken, dadurch, dass der Radstand wieder kürzer geworden ist, dass im Gegensatz zum NC genau dieses Gefühl, wenn du in sehr, sehr schnellen Kurven fährst und gerade so Nordschleife oder so, dann fühlst du es immer so ein bisschen tricky an, das Auto. Das fühlt immer so, dass, wenn du fährst schnell durch eine Kurve und du denkst immer, mein Arsch bricht aus. Das stimmt aber gar nicht. Richtig genau. Und da ist so ein... Okay, also das ist halt für mich immer so ein Punkt, wo ich mal drin sitze und sage, also ich muss halt sagen, ich finde für mich das schnellste Chassis immer noch ein NC. Also wenn ich ein Auto Stand heute auch für die Rennstrecke aufbauen würde und ich hätte nicht angefangen mit einem ND, so oder einem NA oder einem NB, so, dann würde ich doch, genau, oder ein SA, dann würde ich einen NC nehmen, ne? Von daher, also es ist schon, mir gefällt auch. Ich finde optisch mega, also es gibt halt auch richtig schöne Dinger. Ich habe gestern wieder einen gesehen, wo ich sage, okay, ist ein schönes Auto. Ich finde auch diese Aussage, boah, das Auto wäre wie ein Boot und bla, bloß Bullshit. Das ist Bullshit. Weil, das ist das andere spannende Thema, es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, ja, ein NC, der wäre ach so schwer. Das ist ein Mumpitz. Also ich habe jetzt meinen so nicht, aber im direkten Vergleich merkt man schon den Unterschied. Okay, das ist ein spannendes Thema, weil was wiegt ein MX-5 NC? Also, du hast ihn gewogen, hast du gesagt. Ja, am Hockenheimring gewogen. 1125 mit 5 Hälfte Tank. Okay, was wiegt ein MX-5 NBFL, Original 2002er Baujahr? NBFL weiß ich nicht. Okay, schätz mal. Weiß ich nicht, wahrscheinlich genauso viel. 1082 Kilo. Ja. Und jetzt sage ich mal so, ich glaube nicht, dass jemand 40 Kilo in einem Auto merkt. Nö. Weil sonst würdest du ja merken, wenn du vollgetankt hast und nicht vollgetankt. Dann bräuchten wir erstmal Diät. Genau. Ja. Ne? Ja gut, ihr jetzt vielleicht nicht. Rosan schon eher. So. Aber das ist halt genau der Punkt, weil es ist nämlich, man fährt da sehr viel mit Vorurteil. Ja. Weil das stimmt nämlich nicht, weil ein NC ist nicht so viel schwerer wie ein letzte Serie NB. Ich glaube, das kommt so vor, weil der ND einen kürzeren Radstand hat, finde ich nervöser und agiler. Aber ein ND ist leicht. Ein ND ist unter 1000 Kilo. Auch ein NB. Genau, also NBFL ist wirklich ein sauschweres Auto. Weißt du, wenn man C einfach das ein größeres Auto ist? Ich glaube, das merkst du. Deswegen meinst du, das ist schwerer, obwohl es vielleicht nicht mal schwerer ist. Es ist ja auch super schwierig, sich in ein Auto reinzusetzen, ohne Vorurteile, da dann zu fahren und zu sagen, jetzt lass ich es mal auf mich wirken, weil da oben sind ja die Informationen drin. So. Also, ich meine, wenn dein Seat so ein bisschen, er sieht halt ein bisschen aus wie eine Badewanne, ganz leicht. Ja, zumindest die erste Generation von dem einer. Alter, hast du das gelbe Auto da drin gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Sieht auch aus wie eine Badewanne, das ist ein NA. Ich meine, es sieht halt ein bisschen rundlicher aus, ein bisschen weicher aus im Vergleich zum ND und dem NBFL und auch ein bisschen bulkiger generell. Ich denke, da kommt man dann auch... Also wenn man jetzt Osan sein Auto anschaut, finde ich halt schon, der hat schon Radläufe und so, schon schön. Ja, ja, schön schon. Aber ich meine, wenn er so generell ein bisschen bulkiger aussieht, dann stellt man sich auch gleich was Schwierigeres vor an, also mehr Fahrzeuggewicht vor.
wenn man sich mehr Fahrzeuggewicht vorstellt, dann kann man es auch rausfühlen. Also das, was man sich vorstellt, fühlt man auch raus, fährt man auch raus. Ist ja gefühlt mit jedem Fahrzeug so. Nur die Bremse mag ich nicht so beim NC. Ja, ist kein Problem, wir haben ein Upgrade-Kit für Stockdeck auf Lager. Ja, verkauft sie mich nicht so gut. Ich bin schon durch den 6. Satz Führungsbolzen durch, in einem Jahr. Okay, dann wird es auf jeden Fall Zeit für eine Stopdeck. Ich mache den Angebot. Gut, also jetzt kurze, wie findet ihr das Treffen? Super, geil. Ja? Für mich war es das erste Mal. Also deswegen fand ich es auch richtig geil. Allein die Stimmung hier und die Leute kann sich gut entspannt unterhalten. Und dieses Hobby MX-5, wie viele Leute das verbindet, ist Bombe. Ich finde halt, es ist mal sehr angenehm, einfach nur ein Autotreffen zu haben. Ja. Also es ist ja in der MX-5-Szene, ist ja, wird immer gesagt, man muss Touren den ganzen Tag lang machen. Wurde ich heute schon zweimal gefragt, ob wir eine Tour machen, aber es hat mit Wasser, mit meinem LKW wird schwierig. Also von daher, ich bin einfach froh, dass wir einfach hier sind und man so ein bisschen Autos anschauen kann und ein bisschen Spaß hat, ein bisschen dummes Zeug labert. Auch hier mit dem Museum, das ist geil. War der drin? Ja, ja, klar. Richtig und geil. Gut, ne? Ja, das ist beeindruckend. Ja. Die Historie ist echt cool. Cool. Hab mich gefreut und dann bis zum nächsten Mal. So, wir gehen weiter. So. Gucken wir mal. Das Auto habe ich gesehen eben, mit diesem super krassen Käfig da hinten drin. Da hat Refs drin. Ich würde ja fast schwören, das ist irgendwas Münchner Auto. Der Käfig ist roh, ne? Ja, das ist kein Käfig von uns. Also 100 Bonn, ja. Also ich wüsste nicht, dass wir sowas an... Oh. Sparkunde. Das ist ein kompletter Käfig drin. Ah, das ist eine AST-Zelle. Cool. Der Mann muss auf jeden Fall kleinwüchsig sein. Aber ein schönes Auto. Ja, aber du kannst ja wegen dem stehenden Kreuz kannst ja kaum noch drin sitzen. Das ist ja echt ein Problem. So. Oh. Oh. Das ist ein Sascha Eiches Auto. Mag das Auto? Sascha steht auch da. Ja, also ich mag das nicht nur mit diesen Schrauben da. Ja, ist schon krass. Ja. Ich finde auch den Lack sehr krass. Ist halt nicht so meine Art von Style, ne? Aber ich war. Genau, ich finde es cool. Also ich finde den Body cool, ich finde die Frontlippe cool, ich finde das Auto ist halt rund, ne? Also muss man sagen. NA-Sitze wären nicht so meins im Auto. Aber ist cool. Also wie gesagt, ich mag den Sitz auch, super korrekter Kerl. Ne? Gehen wir rüber zum. Guck mal hier, messerscharfes Interview. Ja, wir finden, also ich habe dein Auto gerade eben bewertet, aber gesagt, okay, das mit dem Lack ist nicht so meins, weil es mir einfach so zu krass, aber sonst finde ich es halt sehr schön. Genau, ich finde es halt ist sehr krass durchgezogen, cool, aber was hast du zum Treffen? Ich fand es am Anfang recht schade, weil ich um 21:45 schon da war und ich konnte nicht mehr auf den Platz. Ich okay. bin dann erst um 13:30, glaube ich, auf den Platz raufgefahren. Und so nächstes Mal früher aufstehen. Ja, ich bin um 8 losgefahren, das reicht. Ich muss am Mittwoch nach PS Days, ich fahre um 3 los. Nach PS Days? Ja. Ja gut, wenn du auch Nacht um 3 losgefahren wärst, wärst du auf jeden Fall wie der König draufgerollt. Wahrscheinlich der Erste und muss draußen warten, weil ich rein darf. Nee, es war okay. So finde ich es ganz cool. Es ist immer was anderes, weil es ist das erste MX-5-Treffen von mir. Sonst war es halt immer Japaner oder Marken offen. Ja. Und ja, macht sich ganz gut. Okay, also ich finde es halt immer ganz angenehm, dass es mal keine Touren gibt und dass man irgendwie alle Autos mal irgendwie auf einem Platz hat. Und ich finde halt das Ambiente sehr cool. Das ist bei den Treffen, wo ich bin, eigentlich normal. Ne? Wenn okay. du sagst, Customized oder so Salzburgring oder so, stehen alle. Okay. Da gibt es keine Ausfahrten. Und jetzt, Mai, ist für mich jetzt nichts anderes. Mhm. Aber die Location ist cool. Ja, warst du mal drin im Museum? Warst du mal drin? Ja, sehr cool. Okay. Ja. Der Pickup von den Amis, der weiß. Ja, der gefällt dir. Okay. Ja. Er ist halt meistens ne, so umgebaut Autos. Weißt du, wem das Auto gehört? Der blaue da? Jein. Also, weil das Auto ist mir eben auf dem Trailer aufgefallen. Ich würde lieben gerne mit dem Menschen da sprechen. Ich habe den vorher gesehen, aber ich glaube, die sprechen kein Deutsch. Ah, die sprechen kein Deutsch? Nein, also zumindest beim Einparken gerade vorhin haben sie sich auf irgendeiner Sprache unterhalten, die ich nicht verstehe. Ah, okay. Also alles außer Englisch. Interessant. Wir können auch bayerisch sein. Ja. Bayerisch kann ich auch. Cool. Ich reiß mich zusammen. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Wir tigern noch ein bisschen, weiter, ne? Ja, viel Spaß. So. Ah, guck mal hier, da ist jemand am Ammonieren. So, in welchem Auto seid ihr hier? Wie bitte? In welchem Auto seid ihr hier? Ich bin in NA da. NA und du? ND. ND. Okay, wo steht ihr? Nein, auf dem Parkplatz. Auf dem leider. Ist das ein bisschen Upturn, dass ihr sagt, hier steht da drüben? Jein, also man kann leichter rausfahren, das ist der Vorteil. Man kann gehen, wenn man will. Ach, hier nicht? Jetzt schon. Schwer manchmal. Ja? Wenn man irgendwo weiter hinten steht, ist es ein bisschen tricky. Okay, wie findest du das Treffen an sich? Gut, entspannte Atmosphäre. Warst du mal drin im Museum? War gut? Auch gut. Ja, war gut? Entspannt. Okay, du stehst auch üben? Ja. Okay. Ich park nachher mal rüber. Würdest du nächstes Mal früher losfahren, damit du eher hier stehst?
Oder sagst du, ja, einfach Bullshit, mir egal? Mir egal. Ja? Ich fand es drüben jetzt auch okay. Also der Punkt ist halt, ich muss... Okay. Gar nicht mehr rausgekommen. Ja. Weil ich muss dazu sagen, ich finde das Treffen sehr schön. Ja. Also ich finde es wirklich super angenehm, ja, dass man einfach... Weil es halt für ein MX-5-Treffen, wir haben es jetzt gerade nochmal gehabt, ich sag's mal wieder, ich finde es sehr, sehr angenehm, wenn man einfach nur mal ein Autotreffen hat, wo man steht, ein bisschen quatscht, ein bisschen Autos anguckt, ne? Und nicht alle Ritt lang irgendjemand auf irgendeine Tour fährt. Von daher ist wirklich sehr entspannt. Dann wünsche ich ganz viel Spaß. Und wo kommst du her? Ludwigsburg. Das in der Nähe von Stuttgart. Weiß ich. Aber dann ist, da ist bei Marcel, kommst du her. Ja, ja, genau. Ich arbeite im Betrieb. Ah, dann bist du der Alex Blau. Ja, also auf Facebook, ja. Ah, okay, guck. In echt heiße ich Alexander Blau. Ah, cool. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und genieße ein bisschen noch das Treffen. Und bis zum nächsten Jahr. Ciao. Man sieht sich. Spätestens bis dahin. Nächstes Jahr bei der Abstimmung. Das freut mich. So. Hi, servus. Hallo. Der Mann hat heute schon gefragt, ob wir nochmal hier so ein hier Werkstattding machen. Ja. Ah, nicht nur dich. Du bist der? Ich bin der Oliver, komme aus dem Bodenseekreis und fahre einen NBFL 1.6er. Okay. Ja, ich komme aus dem Raum Karlsruhe. Hat man ja gehört. Ja, was für ein Glück, ne? Und NA. Mein Auto ist leider drüben. Findest du das leider? Sagst du, okay, du kannst hier nicht ausstellen, es nervt dich? Oder nein, sagst ich habe ja vorhin hier geparkt, bloß dann ging es mir auch so wie ihm. Einfach, dass ich flexibel bin, flexibel dann gehen kann. Aber ich finde es wirklich mal angenehm, dass es einfach nur ein Treffen ist, wo man einfach nur steht und ein bisschen mit Leuten quatscht, oder? Genau. Ich finde es wirklich geil. Also muss ich echt sagen, also das war für mich, wir waren beim Treffen im Norden, da sind alles Leute raus, rennen, da war teilweise nichts los, da war alles voll. Ich finde das hier wirklich cool, weil du kannst da einfach in aller Ruhe... Hä? Richtig geil in der Active Days wäre nichts für dich. Nee, da würde ich mich ganz einfach in den Pool legen. Nee, es ist schon eine andere Stimmung. Es ist einfach eine MX-5-Familie, du mockst das einfach. Die Leute, allein schon auf der Autobahn fährst, da sind wirklich zwei dazukommen, dann in der Kolonne. Winkst dann so, das ist einfach ein cooles Ding. Also ich fahre jetzt seit 3 Jahren MX-5, habe ein ND gehabt, jetzt ein ND. Und du hast den ND verkauft? Nee, ND hast du Schrott gefahren, ist meiner reingefahren. Hier ist einer reingefahren? Ich habe einen übersehen, ja. Oder halt, ich habe einen Vorfall genommen. Dann habe ich mir aus Kostengründen dann doch ein ND gekauft. Okay, weil ein ND ist schon ein schönes Auto. Ich muss echt sagen, also ein ND würde ich mir wieder kaufen. Ja. Ist halt vom Feeling schon echt geiler. Ja. Aber der NB hat schon auch was. Wir sind beide irgendwo. Ist ein bisschen purer, aber genau. Ich finde, dass der ND schon sehr guten Spagat dahin macht. Der ist schon geil. Ja. Der, also ich sag ja, das ist schon mega, das Ding. Ja. Wenn du damit 210 offen fährst, Das Autobahn ist schon cool, ne? Cool. Aber aktuell Preislage ist halt einfach. Ja, ist verrückt, ne? Ist gerade eben noch gehabt. Was für Preise. Ja. Also, wie gesagt, ich finde auch jeder MX-5 hat seine Vorzüge. Was halt wirklich cool ist, jeder macht halt und tut und hast du nicht gesehen und baut und trotzdem ist wie alle. Jeder respektiert das andere von dem anderen. Genau. Und das ist halt für mich ein Punkt, wo ich immer sage, bei Facebook gibt es so ein paar Gruppen, wo man so richtig denunziert wird, wenn man sein Auto umbaut. Genau. Das ist halt Bullshit. Ne? So seid ihr froh, dass irgendwie jeder, weil das ist davon lebt, diese ganze Szene und die ganze Community, dass einfach jeder irgendwie ein bisschen herumschraubt an seinem Auto. Mein Jugendtreffen heißt immer, das Auto an, ja, ich finde es schön und so. Aber hier, jedes Auto ist ein Stück, jeder sagt, okay, hey, das gefällt mir. Ja. Mhm. Ich habe meins schon original gelassen. Ja. Einfach aus Überzeugung, so, okay, der hat dann meistens eine Wertsteigerung oder am meisten Werthalt. Ist aber auch nur mein Ding. Ja. Aber ich sag ja, wenn ich jetzt. Aber trotzdem stehst du hier und quatschst über das Auto. Genau, richtig. Cool. Ja. Genau, ist halt genau der Faktor. Genau. Und bei mir spielt zum Beispiel Gewicht gar keine Rolle. Da fährst du auch Klimaanlage, ne? Da fährst du Klima. Ja, gut, im hohen Alter kommt das mit der Klimaanlage. Genau. Ja. Ich sag immer, mein Gewicht ist immer so eine Sache. Ne? Ich sag mal, beim warmen Wetter fangen die Dicken an zu schwitzen. Ne? So, von daher baut man ein bisschen Gewicht ab. Ne? Klima. Also, hab mich gefreut. Und wir ziehen weiter und ich wünsche ganz viel Spaß. Ne? Viel Spaß, danke. So. Ah, hier, guck mal, gehen wir gerade hier so eine Dreierrunde. So. Du bist der? Mike. Du? Ja, okay. Tim. Ja, Tim. So, wie findet ihr das Treffen? Super. Ja? Sonst wäre ich ja nicht hier. Einmal frei, sonst wäre ich ja nicht hier. Sehr entspannt, geiles Wetter. Ja? Genau. Fehlen dir Ausfahrten? Also ich habe ein paar Leute getroffen, mit denen ich gerne eine Runde gefahren hätte. Von daher, ja. Krass. Aber mir nicht. Ich finde es auch. Es wäre wahrscheinlich ein bisschen zu stressig gewesen. Okay, weil ich bin wirklich mal froh, dass es wirklich ein Treffen ist, in dem man einfach ein bisschen rumchillt, ein bisschen quatscht, ein Bier trinkt oder ein bisschen, ne? Von daher, wir waren jetzt auf Treffen, da ging es, also du warst auf dem Treffen, da ging es wirklich nur ums Fahren. Ja, und am Pool stehen. Genau, und wir waren auch, also ich war auf dem Treffen, da war es auch so, dass teilweise der Platz komplett leer war. Das ist halt sehr, sehr, also gerade als Aussteller sehr unangenehm, weil
entweder hast du gar nichts zu tun oder du hast, kommst halt der Anfrage oder der Beratung nicht hinterher. Ja. Cool. So, wir ziehen weiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Jo, ebenso. Danke. So. Wollen wir mal hier zu der Herresleitung gehen? Ja, ja. Wie fandet ihr den heutigen Tag? Also der heutige Tag war gigantisch, genial. Lauter Gleichgesinnte, die Atmosphäre war super. Familie Frei war super mit dem ganzen Museum. Das war einfach super. Schöne Sache, Runde, die Leute waren sehr zufrieden. Und mehr wollte man sich gar nicht. Ja, Markus, du musst nicht flüchten. Du musst, nee. Ja? Doch. Doch. So, ist, wir sind das dritte Jahr hier, ne? Bitte? Das dritte Jahr. Wir sind das dritte Jahr. Ja, genau, dritte Jahr. Ich habe heute Morgen schon zu Markus gesagt, ich glaube, heute wird es mehr los wie sonst. Und ich glaube, es ist auch mehr los wie sonst. Ist so. Der Punkt ist ja, den wir hier ein bisschen haben, ist ja der limitierte Platz. Das haben wir so mit ein paar Leuten gesprochen. Und ich glaube, manchen Leuten war es wirklich angenehm, dass die auf dem anderen Parkplatz stehen, weil die sagen, okay, hier wunderbar, ich kann halt fahren und gehen und tun lassen, was ich will. Man kann ein bisschen schlendern. Genau. Es gibt aber andere Leute, die sagen, ein bisschen fressen. Genau, weil die halt nicht hier im Ort des Geschehens sein kann. Das ist halt, das ist schwierig so zu organisieren. Sagst du, man muss halt früher aufstehen? Weil also die Sache war ja die, wir sind um 9 Uhr hierher getrabt, in aller Ruhe. Da war ja schon Halligalli. Das Problem ist, Jan, du kannst nicht zwei Punkte unter ein Tuch bringen. Ja? Das heißt, du kannst nicht auf einer Seite so eine Location bieten. Mhm. Wir müssen uns der Location anpassen. Und auf einer Seite, darf man eins nicht vergessen, bietet mir hier auf der Seite eine super Location. Wir können ja das Ganze auch drüben machen. Ja, aber dann ist es langweilig. Ja. Aber dann ist die Atmosphäre weg. Ja. Und das ist gut so. Wir haben auch festgestellt, dass viele recht früh kommen, weil die einfach hier rein wollen. Ja. Und das soll so bleiben. Okay. Also macht ihr schon so, also ich finde es cool von der Idee her, weil man sagt, okay, es wird dann ein bisschen exklusiver. Da muss man mit seinem Bob ein bisschen früher aus dem Bett kommen. Ne? So ist es. Es ist schon cool. Ne? Ja, aber es ist einfach so. Das ist einfach es gibt einen gewissen, ich finde, es gibt einen gewissen Reiz. Finde ich auch. Ja, genau. Es ist exakt das Thema. Also ich finde halt, wenn du sagst, okay, du willst halt direkt am Hotspot stehen, dann musst du halt auch früh da sein. Ne? Ja, es waren welche schon da, die waren gestern schon da. Okay, aber da hätte man halt aufmachen müssen. Ja, aber die waren ja wahrscheinlich heute früh ganz früh da. Und haben dann. Ist das so? Wir haben für nächstes. Du bist doch in deinem Alter notorischer Frühaufsteher, du musst es doch wissen. Na, da musst du dir widersprechen. Mein Sohn ist 40 Jahre jünger. Ja? Und der steht 2 Stunden vor mir auf. Okay, also was hast du jetzt? Das war schon morgen so? Ja. Ja? Ja. Steffen ist ein totaler Frühaufsteher. Ja, weil ich sage halt, also wie gesagt, für mich ist halt der Punkt, ich kann es komplett, weil also früher beim Season Opening wurden die Leute, die Parkplätze genau gegenüber von unserem Grundstück, die waren sehr, sehr, sehr begehrt. Und dann Leute kommen, die haben dann Schilder aufgestellt und hast du nicht gesehen, so ein Riesen. Ich finde es halt, wenn du halt einen coolen Platz haben willst, dann musst du halt früh da sein. Fertig. Schau mal, Jan, wir haben das zum Beispiel bei deinem Treffen. Ja. War ja die gleiche Situation. Genau, exakt gleich. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, wir waren auf den anderen Platz. Ja. Und das war nicht unangenehm, im Gegenteil. Man läuft durch, man sieht drüben die Autos und dann kommt man hier und kriegt hier das Highlight geboten. Ja. Es ist doch überall so, auf dem Oktoberfest ist zu Hause. Wenn du einen guten Platz im Zelt hast, musst du früh dran sein. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich kann es komplett, also ich finde, das gibt dem Treffen eine gewisse Note und das finde ich sogar positiv, weil man sagt, okay, willst du direkt hier am Park für mich stehen, dann musst du halt früh da sein. Wir haben eine Zielgebung, also das ist unser Ziel, wie beim Oktoberfest. Dass die Leute um 10 Uhr hier vorne dran stehen und sobald wir die Tore aufmachen, knallen die rein und schauen, dass sie den besten Platz haben. Ja. Das ist unsere Zielgebung. Das freut mich. Und ich bedanke mich erstmal ganz, ich habe es ja schon am Mikro gesagt, für die Orga und für die, ich sag mal, für den Platz von der Familie Frei und für die unwahrscheinlich schöne Atmosphäre. Also es ist ja auch, wie gesagt, das Museum ist ein Traum. Und dass es halt jedes Jahr hier so stattfindet. Und ich glaube, dieses Jahr ist auf jeden Fall größer geworden. Ja, das ist größer. Und es wächst. Also ich finde es auch schön, dass halt der ganze Süden auch mal für sich so ein Treffen hat. Weil es gibt ja das Treffen im Süden vom Franz. Da ist ein bisschen anders, da fährt man wahrscheinlich viel. Und hier ist halt wirklich, und das finde ich halt sehr angenehm, dass man einfach auf einem Parkplatz ist. Man quatscht ein bisschen, man kommt unwahrscheinlich gut ins Gespräch. Die Leute haben Zeit, sind nicht in so einer, man ist halt so ein bisschen in so einer, in einer stressfreien Zone. Ja, also so sehen wir das auch. Wir finden auch, dass der Franz
das Treffen im Süden perfekt macht. Genau, der macht das super, aber es hat einen ganz anderen, es ist ein anderer Flair. Du willst halt fahren, wenn du dort bist. Genau. Wir haben heute das Thema diskutiert. Und es ist gut, dass jedes Treffen sein eigenes Flair hat. Und seinen eigenen Charakter. Weil sonst passiert da eins. Sonst bist du im Jahr 4 Treffen, 4-mal das Gleiche und sagst da irgendwann mal, da brauche ich nicht mehr hinfahren, weil das ist überall das Gleiche. Und so hat jeder sein eigenes Flair. Und das ist gut so. Oder? Auf jeden Fall. Definitiv. Schöner Satz zum Abschluss. Also auch hier mein Dankeschön. Und ja, sonst kommt gerne vorne vorbei für Beratungsgespräche. Guido hat auf jeden Fall ein offenes Ohr. Ne? Also, danke.